Einen guten Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es darf heute am Toten Sonntag oder Ewigkeitssonntag, wie er in manchen Gegenden Deutschlands heißt, ein Tag voller Besinnung werden. Aber das muss nicht heißen, dass wir in lauter Trauer und Trübsal stecken bleiben. Besinnen wir uns heute darauf, wohin wir gehen und woher wir kommen, auf unsere Wurzeln. Wir möchten Sie deshalb einladen zu einer ganz ruhigen, musikalisch-biblischen Reise zu wunderschönen Orten in Israel und Jordanien. Die Musik in unserem Film Flötenzauber ist von Hans-Jürgen Hufeisen, eine Musik ganz von heute, und doch kann sie die Zeit aufheben und manchmal auch den Raum. Viele kennen das von seinen Konzerten auf den Kirchentagen. Hans-Jürgen Hufeisen spielt seine Melodien auf handgearbeiteten Blockflöten. Es sind inzwischen über 60 verschiedene. Unsere Filmautoren Lisa Barth und Klaus Wölfle haben mit ihm an Plätzen gedreht, von denen die Bibel erzählt. Die musikalische Reise führt an den See Genezareth, in die Altstadt von Jerusalem nach Petra, in die alte Königstätte Nabatäa, in die jordanische Felsenwüste von Wadi Rum und in einen auf der Welt einzigartigen Canyon, den Ramon-Krater in der israelischen Negev-Wüste. Im Königreich Jordanien, in der antiken Stadt Petra, steht das Schatzhaus des Pharao, der Überlieferung nach ein Tempel oder eine Grabanlage für einen König. Über 70 Millionen Jahre ist er alt, der Ramon-Krater in der israelischen Negev-Wüste. Erdsenkungen über gewaltigen Hohlräumen und Vulkane schufen diesen auf der Welt einzigartigen Canyon. Ich bin in einem Kinderdorf groß geworden, in Neukirchen-Flüen. Oft nahm ich die Flöte, setzte mich in eine Ecke und spielte meine Sorgen, auch mein Alleinsein, in die Flöte hinein. Ich merkte, dass ich neue Kräfte bekam. Aus Trauer wurde Freude. Aus einem Alleinsein bekam ich Kraft, mit anderen Kindern wieder zu spielen. Heute weiß ich, dass mein Flötenspiel in der Kindheitszeit Therapie für mich war. Thank you.
Mit 6 Jahren wünschte ich mir eine Blockflöte. Und zwar nicht die normale, sondern die richtige. Die richtige Blockflöte, die hat unten 2 Löcher. Meinen ersten Flötenunterricht bekam ich in einem Wald. Ich sollte Tiere nachahmen. So einen Vogel. Die Töne eines Windes. Die Bewegungen einer Maus. Das Gleiten einer Blindschleiche. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, versprach Gott den Israeliten, als er sie aus Ägypten führte. Aber auch ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Bei ihrer langen Wanderung durch die Wüste schlugen die Israeliten auch hier im Ramon-Krater ihr Lager auf. Seit alters her ist die Wüste ein Ort der Wandlung zum Leben. Der lange Weg durch eine Felsschlucht führt in das versunkene Reich der Karawanenkönige von Arabien, Petra, die Stadt der Nabatäer. Die Chasne Pharaon, aus dem Fels gemeißelt wie eine Skulptur. Die schönste Felswand der Welt, wie es heißt. Thank you.
300 Jahre vor Christus kamen die Nachfahren eines arabischen Nomadenstammes in die weiten Gebirgszüge zwischen dem Toten Meer und dem Roten Meer, die Nabatäer. Vielleicht, so heißt es, war ein Enkel Abrahams der Urvater dieses stolzen Wüstenvolkes. Die Nabatäer handelten mit den kostbarsten Gewürzen und Duftstoffen ihrer Zeit: Weihrauch, Myrrhe und Balsam. Ihr Karawanenhandel machte sie wohlhabend und ihre Hauptstadt Petra wurde die Königin der Karawanenstraße. Die geheimnisvollen Bauten lassen darauf schließen, dass die Wüstensöhne geniale Planer und Baumeister waren. Die Könige von Petra ließen gigantische Gräber und Tempel aus dem roten Sandstein schlagen. Der bunte Fels gab ihrer Stadt den Namen Petra, das heißt der Fels.
wächst ein Baum, ganz langsam. In seinen Blütenzeiten singen so allerlei Vögel in seiner so schönen Baumkrone. Das gefällt ihm sehr. Alle Melodien nimmt er in sich auf, damit er im Winter genügend Klangfarben für seine Träume hat. Das ist auch die Zeit, in der er gefällt wird, dann, wenn er sehr, sehr alt ist. Dann wird er gelagert. Eines Tages kommt ein Meister, nimmt ein Stück Holz und verwandelt es zu einer Blockflöte. Heute spiele ich mit meinem Atem diese Flöte. Und vielleicht haben meine Melodien die Töne in sich, die der Baum damals von den Vögeln gelernt hat. Der Atem, den ich zum Flötenspiel brauche, ist wie das Element Luft. Denn Winde bringen die Flöte zum Klingen. Flötentöne sind wie die Erde. Sie geben Halt. Sie nehmen uns auf. Sie schützen und begleiten uns. Hans-Jürgen Hufeisen ist heute ein Flötist, der eigentlich die Normen, die gegeben sind für die Flötisten, was Spielweise und Literatur betrifft, er durchbricht sie einfach. Er macht was Neues. Und ein Instrumentenbauer muss immer bereit sein, dass er auch auf den Flötisten zugeht und versucht nachzuempfinden, was Flötist und Instrumentenbauer empfinden können für das Instrument und ob sie das
in einer Linie eigentlich zusammen verwirklichen können, dass man so ein Instrument spielen kann. Und vor allen Dingen so spielen kann, dass es auch der Zuhörer oder die Menschen anspricht, dass er empfangen wird. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, deine Mauer ist geschmückt mit allerlei Edelgestein und deine 12 Tore sind wie 12 Perlen und deine Gassen sind wie Gold. Es möge Friede sein in deinen Mauern. Hans-Jürgen Hufeisen zeichnet sich dadurch aus, dass er die leise Musik macht. Und ich persönlich schätze sie deshalb sehr, weil es eine Musik ist, die das Ohr des Hörers aufmacht und nicht zustopft. Im christlichen Glauben geht es immer wieder darum, dass ein Mensch anfangen lernt zu horchen, zu hören. Deshalb spielt die Meditation immer wieder eine große Rolle, auch wenn sie in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten zu wenig geübt worden ist. Aber wir entdecken das ja zurzeit, dass es eine Aufgabe ist für den hörenden Menschen, sich einzuüben in das Hören. Das muss man ja lernen, das kann man ja nicht. Und man kann es meiner Meinung nach besser lernen mit einer leisen als mit einer lauten Musik. Wadi Rum in Jordanien. Eine Wüste wie im Kindheitstraum. Ich sehe die Wüste. Ich höre den alten jüdischen Psalm. Still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Ich möchte dazu Musik schreiben, Musik für meine Flöte. Ich entscheide mich für eine Tonart, die für Frauen geschrieben ist. Schließlich geht es hier um diese Mutter Erde, die uns stillt.
Das würde mir sehr gefallen. Das ist ein Bogen. So wie die Sonne aufgeht und sie geht unter. Ich nenne die Musik Still und ruhig ist mein Herz. Musik kann ich nicht anfassen. Ich nehme sie mit meinem Herzen auf. Unser Herz ist unser inneres Ohr. Musik ist unsere heilende Dienerin. Sie umsorgt unsere Seelen. Sie ist unsere Seelsorgerin.
möchte es mal so sagen. Musik berührt meine Haut. Und wenn ich eine Gänsehaut bekomme, weiß ich, dass ich sehr eng mit der Musik verbunden bin. Und so tastet sie sich zur Seele vor. Die Seelsorgerin, sie ist mal laut, mal leise. Mal hat sie ruhende, mal hektische Töne. Mal klagende, mal ausgelassene, mal hassende, mal liebende Töne.
Wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt noch mehr Musik von Hans-Jürgen Hufeisen hören möchten, soeben ist eine neue CD erschienen, Hufeisen Live, und eine Videokassette, musikalische Ikonen aus Flöte, Stein und Licht, beide erschienen im Kreuzverlag Stuttgart.